Hallo und hi auf meinem Kanal. Ich bin Nathalie und bei mir dreht sich alles ums Selbermachen. Ich bin Mama, gerade im Mutterschutz, Hausfrau, Haus- und Gartenbesitzerin und deshalb geht es in meinen DIYs meistens um diese Bereiche, aber auch immer irgendwie um alles andere. Und wenn ihr da auf der Suche nach kreativen Input seid, dann würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke drückt, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Und in meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr Pralinen ganz einfach verpacken könnt, damit ihr ein schickes und schnelles Mitbringsel oder auch ein kleines Geburtstagsgeschenk zur Hand habt. Das Ganze ist wirklich ganz einfach gemacht. Ihr braucht also nur eine Pralinenschachtel. Die habe ich dann mit so halbdurchsichtigen Stoff eingepackt. Und dann habe ich noch aus Seidenpapier 4 so kleine Blümchen gebastelt, wo auch in der Mitte eine Praline steckt. Das Basteln der Blumen aus Seidenpapier geht ganz einfach. Ihr müsst überhaupt nicht akkurat arbeiten und das Ergebnis sieht trotzdem, finde ich, ganz toll aus. Und wie ich das jetzt gebastelt habe, das zeige ich euch jetzt im Video. Zunächst noch einmal ein Überblick über die von mir verwendeten Materialien. Ihr braucht natürlich eine Pralinenschachtel. Hier habe ich noch Pralinen, also diese Ferrero Rocher Kugeln für die Seidenpapierblümchen. Dann so einen halbdurchsichtigen Stoff zum Einwickeln der Pralinenschachteln. Seidenpapier zum Binden und Gestalten der Blümchen. Hier habe ich noch Krepppapier dann verwendet für die Blätter. Ihr braucht eine Heißklebepistole und eine Schere. Begonnen habe ich damit, die Pralinenschachtel mit dem Organza-Stoff einzuwickeln. Dabei müsst ihr gar nicht großartig auf irgendetwas aufpassen. Gut wäre es aber, wenn ihr darauf achtet, dass vorne das Cover von der Pralinenschachtel durch den Organza-Stoff gut sichtbar ist. Oben wickelt ihr dann noch ein Band drumherum, damit euch der Stoff nicht mehr aufgeht. Dann sieht die Pralinenschachtel schon mal viel schicker aus. Weiter geht's mit dem Gestalten der Blumen aus Seidenpapier. Ich verwende hier Seidenpapier in lila Tönen, da das einfach gut zum Organza-Stoff und auch zur lilafarbenen Pralinenschachtel passt. Verwendet ihr so wie ich diese Rocher-Kugeln, dann entfernt dieses braune Papier, damit sich später das Seidenpapier einfach besser drumherum wickeln lässt und auch besser hält. Um die Praline und die Blume dann später besser festhalten zu können, würde ich euch empfehlen, einen Zahnstocher in die Praline zu stecken, sofern es die Praline zulässt. Aus dem Seidenpapier habe ich mir dann 2 Streifen zugeschnitten, die ungefähr 10 cm in der Breite und 30 cm in der Länge sind. Der Streifen wird dann wie eine Ziehharmonika gefaltet. Dabei ist der Abstand bzw. die Breite von so einem gefalteten Streifenteil ca. 3 cm breit. Das könnt ihr aber natürlich auch breiter oder schmäler falten. Für die Kontur der Blütenblätter schneidet ihr an einem Ende einfach so eine Rundung bzw. Halbkreis hinein. Dann kann auch schon das Seidenpapier um die Praline bzw. um den Zahnstocher gewickelt werden. Wie gesagt, müsst ihr hier überhaupt nicht akkurat arbeiten, drückt einfach nur unten das Seidenpapier gut um den Zahnstocher fest und wickelt dann so lange drumherum, bis das Seidenpapier zu Ende ist. Ich zupfe dann hier noch die einzelnen Blütenblätter etwas zurecht bzw. auseinander, damit die Blüte etwas breiter wird. Wenn euch das so schon gefällt, könnt ihr das natürlich so lassen. Ich habe mich entschieden, dann noch einen zweiten Streifen genauso herzustellen und dann wieder drumherum zu wickeln. Ihr könnt hier zum Beispiel auch ein anderfarbiges Papier nehmen. Das sieht sicher auch ganz schick aus. Für mich passt das so, also mir gefällt die Blume so, wie sie ist. Und ich klebe jetzt unten noch einen Streifen Klebeband um das Seidenpapier, damit das Seidenpapier einfach nicht mehr aufgeht. Ganz unten gebe ich noch einen Klecks Heißkleber drauf, damit der Zahnstocher mit dem Seidenpapier verbunden ist. Meine 4 Blümchen sind somit fertig und können oben auf die Pralinenschachtel angeklebt werden. Zum Ankleben habe ich auch hier wieder Heißkleber benutzt.
Um das lila Farbspiel hier noch etwas aufzulockern, habe ich aus Krepppapier ein paar Blätter zugeschnitten und auch hier wieder mit Heißkleber angeklebt. Beim Arbeiten mit dem Krepppapier habt ihr eben den Vorteil, dass ihr durch Ziehen am Papier schöne Formen wie hier so eine schöne Blattstruktur gestalten könnt. Zum Schluss habe ich mich noch entschieden, so ein kleines Keramikvögelchen ebenfalls mit Heißkleber oben auf die Seidenpapierblumen draufzukleben. Und voilà, fertig sind die schön verpackten Pralinen. Hat euch mein Video gefallen? Dann drückt doch die Glocke und abonniert meinen Kanal, damit ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt voilà.